Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zockt mit einer neuen Folge City Skylines. Ja, auch hier geht es endlich weiter nach der kurzen Krankheitspause. Ich glaube, hier sind zwei Folgen ausgefallen, bin mir gerade nicht ganz so sicher. Und ich muss selber auch erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Und ja, was mir jetzt gerade auch schon auffällt und einfällt, ich habe die Datei mit den Kommentaren nicht offen. Sorry dafür, werde ich denn beim nächsten Mal soweit alles abarbeiten können, was an Vorschlägen und Feedback so reinkam. Genau, beim letzten Mal haben wir ja hier das Ganze auch noch auf eine asymmetrische Straße umgestellt, mit drei Ausfahrten von der Autobahn kommend und nur einer Auffahrt, weil es hier oben ja quasi sowieso nur einspurig auf die Autobahn geht, auch wenn es ja so ein bisschen huckelig aussieht. Aber es funktioniert. Jetzt muss ja nicht alles immer so perfekt aussehen. Das ist schon so okay. Gut. Was mir eben gerade schon aufgefallen ist, hier oben haben wir ein schönes kleines Industriegebiet. Das ist erstens noch nicht angeschlossen und zweitens noch nicht bebaut. Oder umgekehrt, wie auch immer man es betrachten möchte. Hier unten haben wir, das ist ja die Zuführungsstraße, da wollen wir keine Gebäude dran haben. Dementsprechend haben wir das Ganze hier auch nicht zur Bebauung freigegeben. Das ist schon richtig so. Und jetzt müssen wir hier einmal schauen, dass wir, machen wir auch mit dieser Straße die Zuführung. Wäre vielleicht ja hier ganz praktisch. Aber das Ganze auch ohne. Genau. Und so kommen wir halt in das Industriegebiet hinein und auch wieder hinaus. Und das würde ich für dieses Gebiet, glaube ich, auch so belassen. Hier unten gehen wir eh schon weiter runter. Also klar, wir könnten hier nochmal eine Verbindung schaffen. Da müssen wir aber dann mal schauen, ob sich das hier unten wirklich lohnen wird oder würde. Aber wie gesagt, ich würde es erstmal jetzt ohne diese Verbindung machen. Hier hinten. Da auf jeden Fall freigeben, damit wir den Strom von hier unten schön hochziehen können. Und dann machen wir das hier irgendwie. Ich glaube, Wasserleitung hatten wir schon so weit gelegt. Und diesen Streifen können wir auch schon mit nutzen. Gucken gerade mal, ob das Wasser hier schon hinten ankommt. Ja, das kommt schon an. Sehr gut. Ja, auch hier vorne. Ja doch, das sollte reichen. Mehrheit dieser Kachel ist belegt. Ich weiß halt nicht ganz genau, ob immer alles belegt sein muss, aber wir werden es ja sehen, wenn sich die Industrie dann beschweren wird. Na guck mal, hier unten bauen sie jetzt schon. Haben wir hier schon mal die Platte gegossen, worauf das Gebäude nachher stehen wird. Okay, lassen wir die ganzen erstmal so ein bisschen werkeln. Die Straße könnten wir doch auch weiterziehen, oder? Doch auch nicht so verkehrt. Aber erstmal nehmen wir die Straße, machen die Anarchie an und möchten das hier updaten, weil wir hier definitiv nicht dran bauen möchten. Genau, hier ist es wieder richtig. Und wir sehen hier, da sind gerade schon ein paar weggegangen, ein paar Gebäude. Die hatten sich nämlich hier rangesetzt und das möchten wir nicht. Wir möchten an dieser vierspurigen Straße keine stehenden LKWs haben. Die sollen hier alle schön fahren können. Dementsprechend die ganzen Industrien, die hier sind, die können sich halt bis hier ranbauen. Aber die Einfahrt, die Belieferung findet von so aus gesehen von der rechten Seite aus statt. So dass wir denn hier keine unnötigen Standzeiten haben werden. Ja, hier möchten wir allerdings wieder. Machen wir so. Da müssen wir nochmal irgendwann reinkommen. Dieser lange Schlauch, der ist ja sonst eher nicht so zuträglich. Na, hier haben wir. Da hätte man fast hier überlegen können. Ich würde hier, glaube ich, eine Viererkreuzung draus machen. Und dann hier hinten das Ganze auch nochmal.
Ja, da machen wir es aber genauso. Die Zufahrten bleiben gebäudelos. Die hier auch. Und dann können wir hier auch die ganze Fläche für Industriegebiet freigeben, was hier schön gebaut werden kann. Wasser haben wir hier unten auch. Ja. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich zu viel freigegeben für diese geringe Nachfrage, ist aber erstmal nicht tragisch, denn wir sorgen dafür, dass jetzt weitere Einwohner hier in die Stadt kommen, indem wir hier ein wenig Fläche freigeben, um, ja, um Wohngebäude oder Gewerbegebäude zu bauen. Hier hinten, dieser Abschnitt, der kommt jetzt mal so hinzu. Genauso auch auf dieser Seite. Bis hier unten hin. Da darf dann ein dünn besiedeltes Wohngebiet entstehen. Auf dieser Seite auch noch. Dann nehmen wir schon mal das Ganze mit. Ja, und hier ist jetzt die Frage, hier noch Gewerbe oder komplett freilassen ohne Bebauung oder doch die hohen Türme dahinsetzen lassen. Wo ich auf jeden Fall die hohen Türme haben möchte, ist hier vorne auf dieser Seite. Da müssen wir dann mal schauen. Ja, was wir auch noch erstmal machen können, ist, wir nehmen uns mal diesen Weg. Und, ja doch, genau. Gehen von hier oben los. Oh ne, nicht parallel, sondern... Ja. Machen wir hier wieder das Snapping aus, dass wir hier das Ganze schön frei gestalten können. Und zwar so. Und dass wir dann hier so in den Weg reinkommen. Das müssen wir hier oben nur einmal das noch passend zur Kreuzung hinziehen. Ja, am besten nicht, dass der Baum da... Ja, und kommen jetzt die Bäume dahin. Das ist nicht ganz so schön. Gucken wir gerade mal von dieser Seite aus. Ja. Ja, dann lassen wir es so. Dann haben wir am Ende. Ja, ein bisschen können wir, glaube ich, noch nach unten gehen. Ja, das wird alles nichts. Unten war zu hoch. Ja, lassen wir das einfach so. Dann haben wir hier so ein wenig Erde, plattgetretene Erde, wie auch immer. Und dann können die Leute hier nämlich auch in diesem Bereich rausgehen. Ja, das Ganze können wir auch auf dieser Seite schon mal installieren. Denn wir werden jetzt hier ja, entweder diesen Bereich machen oder hier nebenan das Ganze einmal ja, spiegeln. Oder zumindest versuchen zu spiegeln. Und gleich auch erstmal schauen, was hier mit dem Müll hier los ist. Wir haben ja diese eine Mod installiert, die theoretisch da ja, für uns diese Regelung übernehmen soll. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Die Straße aber bitte. Wir fangen hier einfach an. Und starten hier. So, hier können wir auch eigentlich relativ gerade das Ganze durchziehen. Haben wir hier die gleiche. Ja. Welche Aktion? Hier drüben auch. Wir ziehen das hier noch ein bisschen dichter ran. So. Dann haben wir hier so ein bisschen Erde, für die wir dann gehen müssen. Ist aber, glaube ich, auch nicht verkehrt. Man kommt auf jeden Fall jetzt hier auch aus dem Wohngebiet hinaus. Und das ist die Frage, wollen wir erstmal hier oben das Ganze erschließen oder uns in die Richtung expandieren? Was hatten wir uns hier eigentlich bei gedacht? Gerade nochmal gucken.
Das ist die Verbindung von hier vorne kommen. Genau, der geht auch durch. Und hier oben haben wir nochmal die andere. Na genau, die kommt hier aus dieser Kreuzung raus. Könnten wir doch hier auch die Verbindung schaffen. Weil nur diese Verbindung für diesen Abschnitt zu haben, ist ein bisschen wenig. Machen wir das auch erstmal. Nehmen wir die Straße. Können wir alles anschalten, sonst ist das gleich nicht so richtig schön zusammen. Ja, dann haben wir hier schon mal den Anschluss. Jetzt wäre die Frage, was wir hier oben mitmachen. Wir können hier wieder noch das Gewerbegebiet ein bisschen ausweiten. Hier vielleicht noch ein paar Büros hinstellen. Oder hier in der Mitte ein etwas größeres Gewerbegebiet machen und dann drumherum noch Wohngebiet. Aber was heißt etwas größeres Gewerbegebiet? Können wir mal schauen. Also allzu groß auch nicht, sonst haben wir hier zu viel LKW-Verkehr. Und das möchten ja unsere Anwohner dann auch nicht haben. Kann ich auch voll nachvollziehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück sind das. Ja, Tatsache. Das heißt, hier wären wir so grob irgendwo in der Mitte. So. Ja, ist nicht. Ja. Irgendwo hier. Und das kannst du erstmal als Achse so einzeichnen, dass das die Mitte ist. Aber hier 1, 2, 3, 4 wäre also hier dann quasi die Mitte. Wenn wir das Ganze jetzt nach außen hier ziehen. Das Ganze hier einfach als kleines Quadrat aufziehen. Wie schaut das denn aus? Genau, haben wir in der Mitte ein bisschen Platz. Da könnten wir dann doch. Wo haben wir die denn jetzt schon wieder hier? Die Parkplätze. Das waren die selber zum Platzieren. Der Weg so ein bisschen schmal, ne? Wenn wir den nehmen würden. Erstmal sowieso daran nicht bauen. Ja, das ist ja. Kann man so bauen, aber ist das nicht wirklich schön? Auch das hier, das bringt ja gar nichts. Können wir hier zwischen die größte Variante bauen? Ja, machen wir das auch so. Und das sind dann die Zufahrten. So. Hätte doch auch was. Ja, jetzt müssen wir nur einmal wieder hier zusehen, dass wir hier auch wieder Baugrund bekommen. Durch den Anschluss haben wir hier überall jetzt Baugrund verloren. Wenn wir das Ganze jetzt hier als Gewerbegebiet nehmen, hier zentral einen Parkplatz. Das Ganze dann hier noch schön mit einem
in der Buslinie jeweils bestücken, die hier einmal durchgeht. Ist doch, glaube ich, so weit gar nicht so verkehrt. Oder ist genau grundverkehrt? Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Achso, was sind die anderen Parkplätze? Ja, was machen wir hier? Wo kommen die Ladesäulen hin für die E-Fahrzeuge? Die setzen wir hier oben hin. Und da wir ja inzwischen eine recht fortschrittliche Stadt sind, gibt es hier sage und schreibe 12. Nein, 15. Dieser Säulen hier oben, komplette E-Fahrzeugreihe. Ja, hier müssen wir das Ganze einmal lösen. Und dann hier unten so zu machen. Ach nee, hier können wir so, das wegnehmen. Können wir die ja auch schön hinsetzen. Die Parkplätze. Und diese Viererreihe kommt nämlich hier hin. Ja, sieht gut aus. Und jetzt fehlen noch die einzelnen Parkplätze. Die müssten hier vorne irgendwo sein. Und das sind die einzelnen. Oder wir machen hier auf der Ecke. Ne, das sind dann auch zu viele. Dann gibt es diesen hier einfach. Aber irgendwie sieht das doch gerade merkwürdig aus. Was macht der denn da? Geht halt nur einer hin, sieht aber irgendwie merkwürdig aus. Ach, hier auch noch. Dann passt das auch. Und für die mit dem passenden Ausweis gibt es hier vorne ein paar Parkplätze. Gehen wir einmal hier und auf dieser Seite. Können da mal schauen, wenn wir jetzt hier vier dran setzen, das ist so groß. Ja, das haben wir noch. Genau. Das würde dann jeweils passen. Dann können wir hier noch einzelne Parkplätze ran kleben. Vorne aber auch noch mal. So. Haben wir das schon mal geschafft? Gerade mal schauen, haben wir hier schon Wasser? Nein, natürlich nicht. Okay, wir sind immer von der anderen Seite ausgekommen. Hier durch. Ja. Dann dieser Abstand. Sehr schön. Und hier auch wieder schauen, dass wir die Überlappung haben. Muss nicht viel sein, aber eine Lücke dazwischen zu haben, wäre eher hinderlich. Ja, das reicht dann hier auch vollkommen. Genau, wir ziehen das erstmal bis hier hin. Hier können wir das Ganze nicht so schön ziehen, müssen wir ein bisschen länger machen. Können wir das Ganze nämlich auch gerade anschließen. Wenn wir wollten, könnten wir jetzt noch so eine Querverbindung schaffen. Aber die Wahrscheinlichkeiten für Naturkatastrophen ist relativ gering bei uns. Aber was nicht so gering ist, ist gerade die Anzahl der schwarzen Pixel, wo auch immer die gerade herkommen. Ja. Was stimmt denn hier nicht? Gucken wir einfach mal, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wir sind jetzt hier in Seehausen Erzost und wir bei Eckhorst. Was haben wir denn hier? Das Ding steht auf Entleeren. Das füllt sich.
Aber anscheinend schafft es nicht genug. Ja, das läuft auch fast am Limit. Ja, und die Mod, die wir haben, die greift zum Tagesende, habe ich es eingestellt. Und wenn das jetzt wirklich hier so lange braucht, bis er hier unten ist, dann würde jetzt diese... Ne, die wird noch auf Entleeren bleiben. Und die auch noch auf Einsammeln. Und was haben wir hier? Jetzt sind wir aber alle soweit richtig. Hier hinten haben wir eher ein geringeres Problem. Leert sich und die sammeln gerade wieder. Das ist gut. Weil hier unten so ein bisschen wenig Müll abgeholt wird anscheinend. Und hier wird wenig abgeholt. Das ist mit diesen Industrien hier. Ah, okay, guck mal. Die leeren sich gerade alle. Unten brennt es, aber die Feuerwehr kommt schon. Sehr schön. Können wir auch mal schauen, ob wir dieses Industriegebiet auf der Seite etwas weiter ausbauen. Denn hier wird sicherlich keine Stadt mehr entstehen, nicht direkt neben dem Atomkraftwerk. Das leert sich auch gerade. Das leert sich auch. Ja, dann ist das kein Wunder, dass wir hier ein kleines Müllproblem haben. Wir haben hier einfach zu wenig Mülldeponien, die Müll abholen. Okay, du sollst dich nicht mehr leeren. Wie schaut es hier aus? Ja, du auch erstmal nicht. Sammel wieder ein. 68, 68, ja komm. Noch eine zweite dazu. Und hier hinten müssen wir nochmal schauen. Hier geht es wahrscheinlich nicht anders, als nochmal eine dritte hinzustellen. Obwohl, die können wir wieder erstmal ins Netz nehmen. Dann sollte sich das jetzt hoffentlich auch wieder richtig regulieren. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten. So, 230 haben wir jetzt. Mal schauen, was wir am Ende der Folge haben werden. Und erstmal schauen, was wir jetzt hier für Straßen platzieren. Beziehungsweise ja, dichtes oder eher gering besiedeltes Gewerbegebiet. Ne, wir machen hier schon dichtes hin, ne? Aber zumindest auf dem inneren Ring kommt dichtes Gewerbegebiet hin. Ja, die werden gleich noch keinen Strom haben. Aber das wird sich dann auch geben. Ja, komm, wir machen auf dem kompletten Bereich hier. Dieser eine. Ja, der hier nicht. Gut. Hier soll überall Gewerbe entstehen. Und zwar Gewerbe, was ordentlich hoffentlich an Einnahmen generieren wird. Hier bietet es sich an, dass wir hier einen Fußweg rausziehen für das Wohngebiet, das jetzt hier im Hintergrund dann entstehen wird. Aber erstmal, obwohl die Straßen für das Gewerbegebiet sind, glaube ich, auch nicht so verkehrt, oder? Die hier? Ja, lassen wir so. Was haben wir denn da für eine Beschränkung drauf? 30. Hier drin 20. Ja, das gefällt mir. Das können wir so lassen. Jetzt sollten wir noch eine schöne Straße raussuchen. Was ist denn das mit diesem 1U? Ja, ich habe schon mal mehr länger nicht mehr gespielt gehabt. Hatten wir vorher schon immer so viele Straßen. Das hört ja hier gar nicht mehr auf. Oder ist es irgendeine Mod hat sich geupdatet, kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Okay. Was haben wir denn so zur Auswahl? Die Straßen, die wir fürs Wohngebiet nutzen könnten. Sowas hier. Suburban Road 6. No Bus Stops. Und hier wären die möglich. Oder wir nehmen die schmaleren Straßen. Sind hier die? Hier steht nichts bezüglich Busse. Und hier... auch nicht.
So, hier, two lane, two railroad, parking on both sides. Out curbs und hier. Ja, das wäre hier mit dem Fahrradstreifen. Aber hier können wir nicht parken, richtig? Ja, schwierige Auswahl. Gucken wir uns einfach mal die Straßen an. Das ist vielleicht schon etwas einfacher. Jetzt bin ich einmal hier hin. Wir gucken, welche wir nehmen möchten. Ja, hier ist einfach irgendwie wieder ein Unterschied. Connections to other roads. Ah, guck mal, hier haben wir denn die Stromleitung hier oben dran. Das möchten wir nicht haben. Und die Stromleitung fällt schon mal raus. Und die hier. Wie schaut es bei der jetzt hier aus? Jetzt hier eine schöne Straße aussuchen. Hier haben wir den Fahrradstreifen mit dran. Hier das Ganze dann nicht. Und was haben wir hier für eine Straße? Das war das, wo einmal, genau, diese können keine Busse halten. Das möchten wir nicht. Wir möchten ja schon, dass wir Busse halten können. Tendiere gerade hier, also die fällt raus. Die hier auch, eine von diesen beiden. Welche war das jetzt hier? Das war die mit den Bushaltestellen, ne? Ne, das war sie nicht. Wie war das? Die hier vorne. Was haben wir hier vorne noch für schöne? Okay, Kopfsteinpflaster. Was passt denn hier eher zu? Hm? So. Wir nehmen jetzt die Straße hier. Und die würde ich hier so ansetzen, dass sie bis hierhin geht. Ah, gerade mal schauen, ob wir hier vernünftig hier vielleicht noch eine Kachel Abstand lassen. Ja, dann bis hier hin. Dann geht die hier so rein. Und hier bauen wir es auf die gleiche Art und Weise. Die Kreuzungen sind etwas dichter zusammen, aber das sollte, glaube ich, kein Problem darstellen. Ja, und hier so aus der Mitte heraus, da kannst du so anbinden. Ja, ne? Das machen wir mal so. Das Ganze auf dieser Seite auch noch. Guck mal, wir auch hier wieder einen freilassen. Das Ganze halbwegs symmetrisch mal versuchen. Irgendwie hier anzubinden. Ja, bis hier hin. Dann gehen wir immer bis hier, ne? Ja. Erstmal hier die Straße parallel ziehen. Jetzt hier vorne hin. Und hier dann irgendwo. Ja, so mittig grob hier. Hier dann rausgehen. Ja, das könnten doch ganz schöne Gegenden werden. Hier vorne muss man dann schauen. Da hier den Weg rausziehen. Hier dann einmal hingehen.
müssen eben passen sollte. Aber erstmal müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt hier noch Wohngebiet platzieren. So, fangen wir in dem Bereich hier schon mal an. Ich weiß noch nicht, wo das jetzt gerade schon zuzählt, ob das hier alles innenliegend ist oder. Das wäre jetzt auch noch schön davon hier, wenn man. Okay, das sieht aus, als wenn diese vier irgendwelche drinnen dazu zählen. Mach wohl teilweise auch nicht. Hier brauchen sie jetzt. Ne, hier brauchen wir uns eine Kachel. Guck mal an, dann würde sich doch vielleicht anbieten, diesen Streifen hier gar nicht als Wohngebiet zu machen, sondern hier so kleine Bürogebäude entstehen zu lassen. Dann ist die Arbeit quasi direkt vor der Haustür. Machen wir hier so. Ja, das Ganze dann auch bis hier vorne hin. Machen wir hier auch so gemacht. Hier noch einen. Ja. Und dann auf dieser Seite auch einmal das Wohngebiet. Dann sind die hoffentlich jetzt hier auch am Strom angeschlossen. Aber sieht ganz gut aus. Hier bekommen wir jetzt das Ganze. Da müssen wir uns jetzt nur überlegen, wo entstehen jetzt hier Feuerwehr, Polizei. Wo kommt die Schule hin? Wo vielleicht noch eine Arztpraxis oder ein Klinikum? Irgendwie sowas. Und was machen wir mit dem LKW-Verkehr? Das sind nochmal wichtige Fragen. Und den LKW-Verkehr, den würde ich ungern hier hinten nicht langleiten. Sondern der sollte über die Straße hier hochgeführt werden und nur hier reinfahren dürfen. Das können wir gerade noch einstellen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich unnütz. Genau. Wir möchten hier keine LKW haben. Ansonsten ist hier alles erlaubt. Ja. Okay, der hat sich das gerade anders überlegt. Er wollte wahrscheinlich hier oben hin. Der Edeka-LKW fährt es höchstwahrscheinlich hier einmal außen rum, jetzt hier rechts oder wo fährt er lang? Ja. Das scheint dann doch zu funktionieren. Gut, es kommt ja hier oben drüber rein. Oder? Nein. Fährt doch außen rum. Ist die Strecke doch nicht kürzer. Und fährt dann von dieser Seite aus rein. Und jetzt gucken wir uns dann einmal an. So wie der Kollege Schenker hier. Der wird wahrscheinlich jetzt auch dieser Edeka-Wagen da oben machen. Tatsache. So, und so genau soll das laufen, dass wir die LKW von hier hinten wegbekommen. Jetzt kommen jetzt immer gerade noch welche entlang. Aber das wird sich dann regulieren. Die waren jetzt schon auf dem Weg. Die nächsten wissen Bescheid. Die müssen hier die Ausfahrt nehmen, hier rum. Und fahren dann hier oben schön entlang. Hier einmal über diesen kleinen Hügel rüber. Und dann passt das doch auch. Staut sich hier so leicht zurück, wenn so viele Linksabbieger hier unten stehen. Dann müssen wir auch mal schauen, dass das Ganze nicht auf die Autobahn irgendwann auswirkt. Aber ich glaube, das wird schon werden. Was macht das Industriegebiet? Oh, das ist auch voll. Das hier unten auch. Dann zum Abschluss der Folge pinseln wir hier nochmal ein bisschen Farbe in die Landschaft und geben hier oben das Ganze zur Bebauung frei für weitere und dann abschließende Industriegebäude hier. Okay, das geht dann nicht. Und wir sind auch schon wieder etwas besser aufgestellt in Bezug auf den Müll. Da müssen wir mal schauen. Wird sicherlich in der nächsten, übernächsten Folge dann der Fall sein, dass diese Mod greifen wird. Da müssen wir uns dann einmal irgendwo eine Mülldeponie raussuchen, die dann den Grenzwert unterschritten oder überschritten hat, je nachdem, in welche Richtung man das betrachten möchte. Und ja, bis dahin müssen wir uns ein wenig gedulden, aber wir sind auf dem Weg der Besserung und ich muss mal rausfinden, was dieses Ganze hier ist mit diesen schwarzen Pixeln. Also, werdet ihr auch im Video sehen, die hier.
keine Ahnung, irgendein Grafikfehler. Ob das nach dem Update jetzt gekommen ist, ich weiß es nicht. Aber es hindert uns ja nicht daran, weiter hier die Stadt aufzubauen und die Region vor allem auch aufzubauen. Ja, hier mit dem Blick auf dieses Einkaufszentrum sage ich dann für heute erstmal auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.